Egal, wie das Haus heizte, richtig warm wurde es nicht. Und mit einem Mal fühlt er sich so leicht. Irgendwie ist kein Gewicht in ihm, denkt Johannes. Schade, dass Erna nicht da ist, denkt Johannes. Nein, dass sie so plötzlich hat fortgehen müssen. Ganz ohne Vorwarnung. Am Abend vor ihrem Tod hat sie noch hier am Küchentisch gesessen und über irgendwas geschwatzt. Er weiß nicht mehr was, aber irgendwas war es schon. Und dann haben sie sich hingelegt. Er in der Kammer neben der Stube. Sie oben unterm Dach. Und dann ist sie morgens nicht runtergekommen. Und all die Jahre haben sie einander die Haare geschnitten. Peter und Johannes. Aber jetzt ist Peter tot. Ja, es ist traurig, dass er fortgemusst hat, denkt Johannes. Ja, klar ist das, Peter. Ja, da kann ich ja mit Peter einen kleinen Schwatz halten. Peter will jetzt sicher raus und nach seinen Taschenkrebsreusen schauen, ja, denkt Johannes. Und dann verschwindet der Kutter vor seinen Augen. Und Johannes begreift gar nichts mehr. Erna, jetzt musst du antworten, sagt Johannes. Und sie geht mitten durch ihn hindurch und er spürt ihre Wärme, aber sie geht mitten durch ihn hindurch. Und dann ist sie mitten dahin durchgegangen. Und es war so kalt. Und jetzt ist Vater vielleicht tot?